Sturgi TV, deine Stadt, dein Sender. Vom Sofa aus studieren, statt in die Hörsäle zu gehen und keine schweren Bücher schleppen, sondern diese einfach auf den Laptop laden. Das Konzept Uni 4.0 könnte sich in der Zukunft bald durchsetzen. Doch würde den Studierenden nicht der klassische Uni-Alltag mit den Ersti-Partys und den gemeinsamen Gruppenarbeiten fehlen? Für mich persönlich wäre es nichts, weil es sehr schwierig ist, sich auch immer dann selber zu motivieren, abends noch zu lernen und sich dann nochmal reinzugucken und sowas. Also ich halte schon dann eher von den konventionellen Angeboten was von der Uni und ja. Eigentlich eine ganz gute Idee. Ich meine, es nimmt vielleicht ein bisschen den Flair vom Studieren an sich, aber ich glaube schon, dass es für manche ganz passend ist. Ich könnte es mir tatsächlich schon vorstellen, weil ich jemand bin, der zu Hause relativ gut arbeiten kann. Aber was ich mir als Problem vorstellen könnte, ist, dass man so ein bisschen nachlässt. Also, dass man es vielleicht mehr vor sich her schiebt, selbst wenn es einen interessiert. Also, das ist jetzt meine Vermutung. Ich finde es wichtig, dass es mehr als einen Weg zum selben Ziel gibt. Und ja, da ist einfach ein Fernstudium vielleicht zu einem normalen Studium eine Alternative. Ja, ich finde den sozialen Kontakt schon auch wichtig. Und damit man auch sich austauscht und abends auch mal feiern geht und ein Bierchen trinkt und schon, glaube ich, auch wichtig. Und oder mir wäre es wichtig und damit ich einfach mein Leben auch lebe und wenn ich jung bin, würde ich das natürlich auch ausnutzen. Na, also im Kehrschluss natürlich, wenn man nicht die Einstellung hat und nicht da wirklich gewillt ist, sich hinzusetzen und was zu machen und man so ein bisschen den Druck braucht von der Uni, dann ist Fernstudium nicht so unbedingt das Richtige. Und ich glaube immer noch, dass ein bisschen Kontakt mit den Professoren, mit den Dozenten, das ist auch positiv. Ich arbeite jetzt hier für einen Prof und das hat mir viel ermöglicht, also auch Auslandsreisen und ich glaube berufsmäßig wird es auch für mich gut sein. Also wir können machen, was wir wollen eigentlich und das macht eigentlich so das Studium aus. Studium heißt Freiheit, oder? So ein bisschen schon, ja.